Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind hier in der Kanalisation mit Triss und müssen einen Weg finden zum Flüchten. Und haben das letzte Mal hier angehalten. Ja, was heißt hier angehalten? Hier aufgehört. Wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht den Weg weiterfinden. Was heißt ob? Wir werden den Weg weiterfinden. Aber mal schauen, was uns da so erwartet. Wie scheint. Ja, doch nicht. Ich dachte, weil hier gerade kurz ein. Möwen! Hörst du? Wir haben's geschafft! Komm, wir müssen das Schiff klar machen, bevor die Jäger kapieren, was los ist. Gut. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel meinst du damit? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Okay. Ach, das war einer von uns. Okay. Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Zum einen würde ich sagen, leb wohl oder bleib bei mir, weil... Bleib bei mir. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Merigold, wir müssen los! Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich liebe dich. Frau Merigold, wir legen ab! Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Was interessiert dich meine Beziehung zu Triss? Da sich ja warum nicht, naja. Ich würde lieber wissen, warum dich meine Beziehung zu Triss interessiert. Wenn ich sage, weil ich dich mag und nur das Beste für dich will, würdest du mir glauben? Nein. Sehr klug. Du solltest dich auch aus der Politik raushalten. Ich weiß es, du weißt es und Triss auch. Was nicht ganz unwichtig ist. Deine andere Geliebte? Eher nicht. Sie hat sich mit Nilfgaard zusammengetan und du wirst ihr folgen, so wie immer. Und eines Tages könnte es sein, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Das wäre sehr schade. Aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Jetzt sollten wir über das reden, was gerade wichtig ist. Geralt? Dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um.
Triss? Ich dachte... Ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. sorry, ich dachte gerade wirklich, sie wäre auch weg und... wie gut, dass Frauen ihre Meinung auch meinen an. Ja, danke. Danke, ich bin überwältigt. Dijkstra, sei mir nicht böse, aber... Ich verschwinde. Bin schon weg. Lass uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Okay, ich dachte echt, ich hätte es jetzt... Naja, was heißt verkackt? Aber... Ich dachte, wir würden Triss nicht wiedersehen. Zumindest nicht sehr schnell. Aber... Sie sind jetzt in Sicherheit, richtig? Ja. Mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Hör auf, dein Leben für andere zu riskieren, versprichst du mir, oder hast du ihn dir so vorgestellt? Ja, hör auf, dein Leben für andere zu riskieren. Ja. Versprichst du mir etwas? Dass du aufhörst, dein Leben für andere zu riskieren? Nein. Nein? Ja, Triss, klar. In Novigrad gibt's keinen einzigen Magier mehr. Aber du bist hier. Ich kann mich selbst verteidigen. Gegen Kikimoras, Greifen, Bruxey. Aber nicht gegen die Jagd. Du und Ciri, ihr braucht meine Hilfe. Und ich helfe euch. Okay, na gut. Was soll ich sagen, wird mir ja nicht anders gehen. Also, wenn Triss jetzt in Gefahr wäre, würde ich ihr natürlich auch wieder helfen. Oder meine Hilfe bräuchte. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein. Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Taschentuch winken. Hoffentlich bereust du nicht, dass es anders gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieber. Kein Wunder. Auch ich bin um diese Jahreszeit sehr schön. Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach. Alles vorbei ist. Könnte ich in Kovir auch als Hexer arbeiten? Aber wirklich? Kovir, das scheint am Ende der Welt zu liegen. Aber ich frage mal, ob ich da auch arbeiten könnte. Das würde Bälle und Bankette und viele andere langweilige Dinge bedeuten. Aber auch Bäder, Balsam, Körpermassagen. Zum Ausgleich für die vielen Jahre, die du im Freien übernachtet und in Bergbächen gebadet hast. Klingt verführerisch. Müsste ich denn mein Leben als Hexer aufgeben? Nein. Du würdest von Zeit zu Zeit einen Monstervertrag annehmen, um in Form zu bleiben. Nicht zu Gefährliches, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich warte dann auf dich. Lass mich raten. Mit einem Essen bei Kerzenlicht? Kerzenlicht auf jeden Fall. Und einem Bett. Bisher haben wir weder das eine noch das andere gebraucht. Seht, sie schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. H L A K B R Hill
Das ergibt keinen Sinn. Das ist dein Code. Was denkst du denn? Naja, ne? Ich glaube nicht, dass es eine Nachricht war. Danke, Geralt. Für alles. Und was du am Hafen gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und? Was jetzt? Ist noch etwas früh für und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Die Zeit dafür wird schon noch kommen, ja? Wir werden unser glückliches Ende finden. Eines Tages. Ja. Irgendwo über Berg und Tal. Wir leben in einer grausamen Welt. Pläne lassen sich nur schwer machen. Und noch schwerer ist es, an sie zu glauben. So sehr man es auch will. Gerade eben war deine Stimmung noch anders. Es ging gleich wieder aus. Mach dir keine Sorgen um mich, Geralt. Und bitte sei vorsichtig. Na, ich werde Ciri suchen. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran. Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Kehr Morhen. Ich war lange nicht mehr dort. Wir sehen uns, Hexer. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich werde dich auch vermissen. Männerduft, beißender Schweiß und Kastanienbalsam gegen Gelenkschmerzen. Dijkstra. Ach, diese Hexersinne. Vor dir kann man auch gar nichts verbergen. Das gleiche könnte man von dir sagen. Lässt du mich jemals in Ruhe? Eines Tages schon. Wenn ich dich nicht mehr brauche. Schmiedst du Ränke? Ist nicht der beste Zeitpunkt, oder was hackst du schon wieder aus? Na, ich frage mal. Also, Dijkstra, was hackst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Aert, Art Carey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Raduvid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvid umzubringen. Du machst dir um die Magier der Welt große Sorgen? Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Wisimir gedient, Raduvids Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert, es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängiger Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Wisimir und mir ist es gelungen, durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Raduvid der Strenge, dass ich nicht lache.
Ja, Radovid, der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Ich bring keine Könige um. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Naja, er hat schon irgendwie recht. Er hat schon recht, dass, ja, dass es ziemlich gefährlich wird und auch für uns irgendwann ziemlich gefährlich werden könnte. Naja, wir schauen mal nach. Nicht mehr da. Da. Stufe 14 ist das. Erstmal müssen wir aber Priscilla mal erzählen, was wir jetzt erfahren haben. Wo sind wir denn überhaupt? Und wo müssen wir hin? Hier sind wir. Gut, dann würde ich sagen, wir reisen zuerst zu der Quest. Und danach gehen wir zu Priscilla. Komm schon! Ja, das Ende... Oder ja, was heißt Ende um Siri? Ich weiß ja nicht mal, ob es großes Ende ist. Wir können ja rein theoretisch auch nochmal per Morgen gehen. Aber ich bin zufrieden. Ich bin soweit zufrieden. Ich denke, das bedeutet ja jetzt auch, dass wir... Mach langsam. ...länger mit Siri zusammen sein werden. Und das war auch mein Plan, wo... Naja, ich gehört habe, dass es... ...dass wir mit Siri, beziehungsweise... also, dass Siri auftauchen und Yen auftauchen, war für mich eigentlich von Anfang an klar. Wer denn meine Nummer 1 wird. Gut, ich schau mich hier. Ja, hier ist scheinbar nicht mehr viel. Nö. Gut. Ah, plötzlich trinkt wieder was. Aber wir müssen schon weiter. Tut mir leid. Jetzt war auf Richtung Novigrad. Wölfe, ja, ist okay. Einfach mal dran vorbei. Oh, ich wollte eigentlich Schwert nicht mehr ziehen. Gut, wir reiten mal noch eins weiter. Dann müsste dann ja gleich die Quest kommen, wenn wir... Oder? Weiß ich nicht, ich glaube, die ist da vorne, ne? Blau, die ist da vorne. Schauen wir da mal. Moment, kennen wir den Händler hier eigentlich schon? Berge bewegen sich nicht und treffen einander nie, aber Menschen? Da hat er recht. Willst du nicht lieber in der Stadt handeln? So nahe bei Novigrad, willst du nicht lieber innerhalb der Stadtmauern handeln?
Die Gilden dort, deren Mitglieder sprechen die Preise ab, damit kein Wettbewerb aufkommt. Ich habe hier ein solides Geschäft. Niemand belästigt mich. Keine Mauern sperren mich ein. Die Weite ist an sich schon herrlich, da wirst du mir zustimmen. Oh, stimmt schon. Ja, und die Gilden... Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Preisabsprachen sind immer blöd, muss man sagen. So, das können wir mal verkaufen. Die Hexer... Warum habe ich die nicht an? Habe ich gar nichts an oder was ist los? Naja. Ah, gewinnen, ihren kritischen Adrenalin gewinnen, das kann er auf jeden Fall erstmal weg. Na gut, andere Gegenstände. Oh, da haben wir auch wieder eine Menge. Können wir ein bisschen was loswerden. Ach komm, wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass wir sie noch brauchen. Einmal alles. Weg. Xenogloss brauchen wir eh. Brauchen wir auch noch für eine Quest wohl. Schlüssel mit themerischer Lilie. Ja, komm, den behalte ich mal. Und das reine Silber behalte ich auch. Bis dann. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich. Gut, jetzt will ich mal eben schauen. Was haben wir denn jetzt an? Keine Handschuhe. Und keine Stiefel. Das ist natürlich super. Nicht. Aber man kann ja mal so tun, als ob, ne? Gut, Hose haben wir an. Minus 6. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es immer auch nicht wirklich. Oberkörper. Ja gut, die greifenden Sachen, wo die Hexerausrüstung wollte ich soweit behalten. Die könnte ich ja meinen Truhe tun. Aber ich glaube, 78 von 130, ja, wir haben im Moment auch relativ viel Platz noch. Auf Plätze! Aber es kann ja nicht schaden, das meinen Truhe zu tun. Langsam, lang. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, ist der richtige Weg, gut. Na, eine Brücke? Oh, und plötzlich weigert sich man nicht. Ein Wunder. Das ist schon seltsam. Okay, bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Das letzte Mal war hier in der Gegend ja der Zwerg, der überfallen wurde, beziehungsweise... Auf zum Kampf! ...der was verloren hat. Beim Spielen. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Vogelscheuche? Ist das ein Ernst? Bringen wir es hinter uns oder ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich habe keine Zeit, dir noch eine Lektion zu erteilen. Ich werde dir die Lektion erteilen. Okay. Na gut, wenn du es so willst. Ja, den müsste der eine oder andere noch kennen. Den haben wir ja schon mal gekämpft, weil irgendwas wegen seiner Angebeteten, was weiß ich was. Schon gut. Ich ergebe mich. Hast du genug jetzt? Ja, gut. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Geh mir aus den Augen, nächstes Mal bringe ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Der Typ nervt. Der Typ nervt echt. Der will auch einfach nicht einsehen, dass er gegen uns keine Chance hat. Ich meine, wir haben zwei Schläge gebraucht, hallo?
Er hat uns einmal getroffen, aber was hat denn der uns groß abgezogen? Nicht viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Manche Leute, ne? Die sind schon... ja. Komisch. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Muss das sein? Den ganzen Tag unterwegs und jetzt? Halt's Maul, Drecksack! Was? Wisst ihr, wer ich bin? Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Warum die Abriegelung? Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Ich hab keinen Passierschein. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal, wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen! Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem! Auf deinen Posten! Grüße von Sigi Reuven. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gambler. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Sigi Reuven. So leid. Gut zu wissen. Er hat auf jeden Fall für uns gesorgt. Das ist sehr gut. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigene Sache. Immer auch zu Priscilla, würde ich sagen. Erzählen ihr alles? Hier liegen schon wieder Leute. Wahnsinn. Und dann. Moment, ich wollte mal mit dem Wirt noch mal kurz sprechen. Was kann ich für dich tun? Spielen wir Gewinn. Gegen ihn müsste ich noch Gewinn spielen, gut zu wissen. Was gibt's denn heute? Allerdings, wie gesagt, mache ich das offscreen und die Folgen kommen dann, sobald ich damit durch bin, mit Gewinn, also, ja, Gewinn zu spielen. Bücher können wir eh nichts verkaufen. Wiegen die was? Ja, die wiegen mittlerweile noch was. Naja, okay. Auf Wiedersehen. Bis dann. Oh! Sorry. Ich muss hier aber mal durch. So. Finsternis. Platz. Überall Finsternis um mich herum. Mach mal Augen auf. Vielleicht hilft's. Ach, nichts ist so schwer. Priscilla, meine Kleine. Nein. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudo finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudo finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage. Als wer schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Seit wann kennt ihr euch? Du kennst Dudu schon lange? Nun, es mag seltsam klingen, aber ich bin nicht sicher. Offenbar war er in verschiedenen Gestalten in meiner Nähe und hat versucht, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Danke. Zuerst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dann beschloss er, aufs Ganze zu gehen und nahm die Gestalt von Rittersporn an. Und woran hast du gemerkt, dass es nicht Rittersporn war? Kann Dudu nicht singen? Nein, ganz einfach. Er hat von etwas anderem als sich selbst geredet. Ja, gut, klar. Dann kann es nicht Rittersporn sein, eindeutig. Wir müssen Dudu überzeugen, sich zu erkennen zu geben. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe, entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel? Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden... Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen.
Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Was hast du mit den Schauspielern zu tun? Dodo und die Schauspieler, wie sind sie sich begegnet? Das war mein Werk. Bei einer Premiere lag Maxim im Koma. Er war voll wie eine Natter. Da fiel mir Dodo ein. Es gibt schwerlich ein besseres Double als ein Doppler. Und Dodo hat sich ihnen einfach so offenbart? Ich hielt es nicht für klug, irgendwen einzuweihen. Aber Dodo und Irina haben sich auf Anhieb verstanden. Und er hat sich so hoffnungslos in das Theater verliebt. Dass er angefangen hat, mit euch aufzutreten? Ja, und jetzt fühlt Irina sich furchtbar schuldig. Sie haben zugelassen, dass er sich in Gefahr bringt. Das verzeiht sie sich nicht. Okay, vielleicht ist ein Theaterstück das Richtige. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dodo darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dodo sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dodos Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Schreiben wir später. Wir schreiben das Stück später. Gut, dann habe ich Zeit, mich vorzubereiten. Vielleicht solltest du zuerst mit Madame Irina und ihrer Truppe reden. Du findest sie auf dem Fleischerhof beim großen Marktplatz. Bin bald zurück. Bis dann. Denn... Ja, ich will eigentlich nur die Folge eben beenden. Dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Aber ist auch was Cooles. Ein Theaterstück schreiben. Ich freue mich drauf. Bin mal gespannt, was da... Naja, was da rauskommt. Bis dahin sage ich wie immer... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Das hilft mir sehr weiter. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt.